Hallo und herzlich willkommen zu Folge 192. Wir sind wieder hier im Kloster, oder was heißt wieder, immer noch. Und Hey. hier wird doch wohl irgendeine Aquamarin verkaufen können, oder? Ich bin gerade überlegen, wir brauchen einen Aquamarin. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ein Aquamarin für die Zutatenliste, den Rest sollten wir wirklich haben. Ist schon beinahe ärgerlich. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das Schade. nie auf. Dann würde ich sagen, wir schauen uns mal im Keller der heiligen Stätte um. Haben wir unseren Chemiker. Ah, der alte Pisser da vorne. Na, Neoras. Was? Was ist los? Warum störst du mich? Siehst du nicht, dass ich gerade an einem äußerst komplexen Experiment arbeite? Ich wollte dich nicht stören. Das hast du bereits. Also, was willst du? Allerdings, wenn es nichts Wichtiges sein sollte, dann geh bitte. Ich habe zu tun. Erstmal beklauen. Unterrichte mich in der Kunst der Alchemie. Nein, ich gebe mein Wissen nur an Angehörige unserer Kirche weiter. Unterrichte mich in der Kunst. Nein. Kannst du mir einen Trank brauen? Zweifelst du etwa an meinen Fähigkeiten? Ich kann jeden Trank brauen. Gut. Nicht so schnell. Du müsstest mir natürlich die Zutaten liefern und eine kleine Aufwandsentschädigung sowie das Material bezahlen. Wie viel verlangst du? Für das Brauen selbst bekomme ich 10 Goldstücke. Pff, am Arsch, das mache ich selber. Ich glaube, es hängt bei dir. Kannst du mal sehen, was wir hier drauf haben? Oh, Scheiße, wir hatten nur ein Grundstück dabei. Dann lese ich es eben. Ich lese halt irgendwas. Okay, das ist derselbe Dreck wie immer. Ich dachte, wir kriegen ein paar Erfahrungen. Erfahrungspunkte. Ein wenig Erfahrung. Und hier steht noch zweimal. Ne, ich glaube, das eine war Mana, das andere waren Heiltränke. Und, ja, wer ist denn hier? Ich dachte, das wäre ein Warte Skelett, mal. aber dabei sind wir soweit noch gar nicht vorgedrungen. Und ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo ich dachte. Da ist natürlich die Treppe, bin ich bescheuert. Oh. Gut, dass wir die Schatzkammer können. Einfach so. Ohne dass einer verhindert. Egal, nehmen wir alles mit. Ach ja, das gute alte Kloster. Boah, da war ein bisschen Geld drin. Also vergleichsweise viel. Wird wahrscheinlich gar nicht auffallen, wenn es jetzt summiert wird mit unserem Rest. Und aber ein bisschen was sollten wir mal irgendwann, ne? Geldmangel haben. Das wird nicht passieren. Ohne Scheiß, die Fatzken da aus der Diebesgilde, die würden heulen. Oh. Der heilige Hammer. Der heilige Hammer. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Also in die Schatzkammer können wir, aber die Vorratskammer ist abgeschlossen. Was eine Organisation hier unten. Kommt man sich richtig bekloppt vor manchmal. Dahin haben wir noch den anderen Fatzken und da ist eigentlich der Heilige Hammer. Den haben sie jetzt aber wahrscheinlich sicher verwahrt. Damit ihn keiner mehr klaut, ne, Garwick? Bist du auch so gereizt wie alle anderen Novizen? Hallo! Hallo, ich grüße dich, Fremder. Natürlich ist er es nicht. Denn der hockt hier im Keller, ne? Notfalls einfach irgendwie Treppe verbarrikadieren und dann kommt auch keiner mehr rein. Wird hier nicht Oder der der kriegt heilige nichts mit. Hammer bewacht? Nicht mehr. Seitdem ein Fremder diesen ohne Erlaubnis an sich genommen hatte,
ist dies nicht mehr der Fall. So ist der heilige Hammer nicht mehr in eurem Besitz? Doch, der Fremde brachte den Hammer zurück. Allerdings hat Meister Pyrokar der Ansicht, dass dieser Ort nicht mehr sicher genug ist. Darum wurde der Hammer an einem geheimen Ort versteckt. Weißt du, wo der Hammer ist? Nein, das wissen nur die Feuermagier. Und diese werden es keinem Menschen verraten. Soll ich dir mal was verraten? Wird hier nicht... Nicht. So ist... Doch. Nein. Okay, das hat nur selben. Haben sie gut versteckt. Ich hab ihn schon dabei. Wie wird ihm seine Stärke nicht einschätzen? Ne, Wert nicht einschätzbar und Stärke. Na gut, er ist im Prinzip auch nur dazu da, um den blöden Dingen umzubringen. Und der ist hier gar nicht dabei, oder was? Ne, doch. Hier, na gut, der ist auch nicht so stark. Da hat er im Prinzip nur einen Nutzen. Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um. Ich wollte ein paar Skelette umbringen. Aber gut, dann halt nicht. Pff, notfalls bringe ich den halt um, was soll's. Wir können im Prinzip sowieso überall hin, wenn wir, sobald wir alles Wichtige erledigt haben, können wir eigentlich auch jeden töten, der uns irgendwie noch Wege versperrt. Sofern der natürlich nicht für andere Quests relevant ist, das wäre nämlich ein bisschen doof. Und dann schauen wir mal, ob wir wieder ein paar Orks weglocken können. Denn ich will die Quest erledigen. Dass hier echt keiner Aquamarin hat, ne? Ich breche ins Essen, was soll denn das eigentlich? So, bevor wir uns denen jetzt wieder nähern, sollten wir natürlich wieder die Rüstung wechseln. Die Mitlabaritenrüstung? Nee. Stimmt nicht. So. Hier den Mutanor-Krieger beim Schwarzmagier. Töten wir die um den Schwarzmagier herum. Dann grenzen wir den Ork-Anführer mehr oder weniger ein. Das ist jetzt der Plan. Nö, es hat ja soweit keinen anderen zu interessieren. Mit wem hier sich der gute Mutanor-Krieger schlägt. Ist ja auch im Prinzip unwichtig. Jetzt müssen wir euch aufpassen, weil ich gerade nicht sehe. Es war sauknapp, ne? Das war sauknapp. Gut, hier zu kämpfen ist ein bisschen unpraktisch. Aber es hat jetzt noch so funktioniert und da hinten ist nur ein normaler Ork-Krieger. Schwarzes Erz. Können wir mal essen. Kriegen wir einen Blitzschlag von Belia. Also ich weiß nicht, ob das Erz ist, aber ich... Wenn man es benutzt, kriegt man halt einen kleinen Stromschlag. Den Schwarzmagier interessiert das gar nicht, der weiß, dass wir hier nur spielen. Interessiert, ne? Ich glaube aber, der da hinten ist dann... Ich probier's mal. Den hat sich nicht interessiert. Der steht da und guckt zu und es ist ihm scheißegal. Also gut, jetzt mich stört's nicht. Den besonderen Heiltrank dürfen wir, glaube ich, nicht benutzen. Oder hat man den nicht abgegeben und der ist trotzdem da geblieben? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall benutzen wir ihn mal nicht. Brauchen wir ja auch nicht. Wir haben noch genug andere Tränke. Jetzt gucken wir mal, dass wir deren Streitmacht ein bisschen eindämmen. Ich hoffe, dass wir von Donnerstag keinen Auftrag mehr haben, von wegen, sagt dem Ork-Anführer am Kloster Bescheid. Das wäre nämlich recht ungünstig. Aber ich glaube es jetzt mal nicht. Hat einer von euch Jungs eventuell einen Aquamarin dabei?
Ja, nein, vielleicht. So, jetzt ist nur noch er mit seinem Trupp da. Was willst du, Mörder? Sowohl der Dingentrupp, des Schaman, als auch der Trupp des Schwarzmagiers ist dezimiert und ich stehe vor dem, ne? Und seine Jungs gaffen mich sogar an und ich. Geh doch. Komm hierher, ist ein bisschen Massaker, wirst dich freuen. Such das nicht okay. Nochmal, Mora. Nicht die Deckung verlieren. Von dem darf man sich nur einmal treffen lassen. Das ist, glaube ich, auch jetzt der erste Ork-Anführer, den wir bekämpfen. Wenn ich jetzt mir mal das recht überlege. Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon mal gegen einen gekämpft haben, aber ich glaube, das ist so der erste. Der erste Zweikampf. Das erste Duell mit einem Ork-Anführer. Sag mal, komm jetzt, das kann doch nicht wahr sein. Der hat doch eine verzauberte Waffe, sehe ich das richtig? Ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Ich sehe nämlich nichts. Okay, die sind aber nicht zu ver... Kruschagasch. Die sind aber jetzt nicht zu vergleichen mit... Ach du Scheiße! Ach du 225 Schaden! Okay. Ich bin beeindruckt. Das ist jetzt doch recht üppig, ne? Jetzt gucke ich mir mal die Kriegskarte der Orks an. Karte, bla bla bla, Kriegskarte der Orks. Das sind wahrscheinlich dann deren Lager. Oder? Ich glaube. Oder sind es, ne, keine Ahnung, ich kann kein Orkisch oder... Beziehungsweise die Dinge kann ich auch nicht entziffern. Aber ich glaube, das... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Fall da nicht runter. Ach Gott. Diese Inkompetenz. Nee, das lassen wir jetzt nicht so gelten. Das. Ich greife von der anderen Seite an. Die IP dürfen nicht verloren gehen. Das können wir so nicht machen. Aber warum war es mir eigentlich klar? Als ich den direkten Laufweg dann mehr oder weniger nachvollziehen konnte, war es mir dann, ja, war es wieder vorauszusehen. Wie viele Bolzen haben wir eigentlich? Das muss ich gleich mal gucken. Wenn wir jetzt den, der dich mal rangelockt haben. Ich sehe nichts. Da ist noch der Dicke. So, ein bisschen als erstes den raushauen, oder ist das nur einer von zweien? Der hat uns halt auch wieder treffen können. Darf doch nicht wahr sein. Und es wird übrigens Nacht. Oder was heißt Nacht? Es wird dunkel. Langsam, also es ist 18 Uhr. Und ich will ja dann in der Nacht noch ein bisschen rumgeistern im Kloster. Und ein paar Sachen klauen. Deswegen guckt mir das gerade auch ziemlich gelegen. Das heißt, wir murksen die hier alle ab. Verbreiten dann frohe Kunde bei Pyroka. Konnte ich gerade nicht blocken, aber
Sein Schlag war jetzt auch nicht so gefährlich. War auch nur normaler Ork-Krieger. Die Matana-Orks sind halt echt eine andere Hausnummer. Ich glaube, das war jetzt zu nah. Ach nee, nur einer kommt auf mich. Okay. Oh, scheiße. Nein, das war fast perfekt. Aber der hat nicht nachgegeben. Es war der hat stark gekämpft. Der hat einfach drauf... Ah gut, im Prinzip hat er nur drauf gedroschen, ohne eine Pause zu machen. Aber das war stark. Und ich hätte vielleicht einen Trank nehmen sollen. Waffe weg, Mora. Jetzt haben wir am Riecher ans Bein gepisst. Okay, ungünstig, da kannst du uns gerade nicht laufen. Alter, das gibt es doch nicht. Gerade als ich ausholen wollte. Da hat er einfach seine Kombo fortgeführt, obwohl wir den ersten Schlag blockiert hatten. Nicht übel. Aber komm, das sind jetzt noch zwei Stück. Die Quest können wir das jetzt wohl in den nächsten 4-5 Minuten noch beenden, oder? Das ist doch wohl jetzt kein Meisterwerk, kein Kunststück. Und wir haben ja gut 1000 Bolzen. Also ja, wir können eigentlich im Prinzip noch ziemlich viel Scheißdreck mit denen anstellen. Ich glaube, ich töte dann auch in Korin, ist alles so. Ich brauche gar keinen Waffengefährten mehr und alles im Alleingang. Oh, der ist, glaube ich, ziemlich nah. Alter, wir können ja nicht mal anvisieren. Nein, ich wollte gerade blocken. Ganz ruhig. Da könnte man echt den kleinen Finger abbeißen, ohne Witz. Es ist einfach, wenn man in der letzten... Im letzten Konfrontation nochmal die... Und ich sehe nichts, sondern es ruckelt. Wenn man im letzten Moment nochmal kurz die Geduld verliert und dann bekommt man den entscheidenden Treffer eben voll kann ins Gesicht. Gut, das eben gerade war zum Kotzen. Ja. Und wir versuchen es weiter. Ich weiß gar nicht, ob die stärker sind als die normalen Methana-Ork-Krieger. Ich gehe mal davon aus, weil es die Methana-Ork-Elite ist und nicht die normale Ork-Elite. Waffe So solltest du nicht zu diesem Krieger stehen. Und es war dennoch so knapp. Und es war dennoch so knapp. Das kann doch nicht wahr sein. Die Folge kriegt Überlänge, ne? Ich sehe es kommen, aber ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Also noch einmal 2 Minuten. Ich versuche hier mal 20 Minuten Folgen zu machen, aber... Für den Drecksack... wird es wahrscheinlich noch 5 Minuten länger dauern. Waffe weg. Am Arsch, Waffe weg, halt die Fresse. Und stell dich mir... Das gibt es doch nicht und ich sehe wegen dem scheiß Gebüsch nix. Ich glaube, ich brauche ein offeneres Feld. Aber dann rennt der auch so. Der ist nicht schlecht. Ich glaube, ich töte jetzt erstmal den anderen. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Ich hab den anderen getroffen.
Okay, das war jetzt. Da ist nichts zu, nichts zu plündern. Ein Witz. Da ist nichts, nichts zu holen. Und der hat nicht mal was dabei. Seht ihr? Unverhofft kommt oft. Na, wo ist dein Stoßtrupp? Okay, und weg ist die Armee. Das wollte ich nicht. Diese Ruckler, ich... Das ist ein Witz. Da kann man nicht hochlaufen, das ist... Schwimmen wir halt eben hier ein bisschen in der Gülle rum. Ist doch auch schön. Mann, 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 Mann. Ich frage mich, wie das ist, wenn die Feuermagier so von drinnen zuschauen. So, ja, der Held, er besiegt sie. Jawohl. Mann, der stellt sich richtig gut an. Und auf einmal springt er einfach querkant die Klippe runter. Gut, Rüstung wechseln, alle tot. Happy End. Pyroka, wir haben es geschafft. Das heißt dann jetzt die nächsten Ziele. Ein Aquamarin finden. Beziehungsweise vielleicht können wir auch nebenbei doch mal wieder ein bisschen was für die Orks machen. Nicht, dass das auffällt. Ah, da fehlt mir die anderen beiden Penner. Die wollte ich auch noch beklauen. Ich glaube, ich hoffe, ich vergesse es nicht. Dann machen wir es aber in der nächsten Folge. Ich habe die Feinde vor dem Kloster beseitigt. Innos sei Dank. Dann hätten wir eine Sorge weniger. Hier, nimm dieses Gold von mir als Belohnung. Du wirst es brauchen können. Jawohl, 500 Gold, 500 EP. Belagerung des Klosters beendet. Ach komm, das kriegen wir jetzt noch hin mit dem Clown. Moment. Gerade mal abspeichern. Hallo. Was willst du von mir? Störe mich nicht. Dein Geld. Aber ich hab's eh schon, also ist egal. Brauchen wir dir nichts mehr wissen, du Penner. Schau an, ein Kämpfer des Königs erscheint vor dem Hohen Rat. Innos sei mit dir, mein Sohn. Ich grüße euch, ehrwürdiger Meister. Ach, die Zeiten sind schlecht, mein Sohn. Innos heilige Runenmagie wurde uns genommen und Bejas Scharen stehen vor unseren Toren. Ja und nein. Doch zu unserem Glück beherrschen einige von uns noch die alte Magie, sodass wir zumindest noch in der Lage sind, Spruchrollen herzustellen. Sonst wären wir dem Feind hilflos ausgeliefert. Okay, gut, dann reden wir mit Ulta über die alte Magie. Dachte, der will uns jetzt hier nur so eine blöde Kurzzusammenfassung von der Situation schildern. Aber okay, der sagt uns irgendwas von alte Magie. Und dann kann er uns in der nächsten Folge noch was erzählen. Deswegen stelle ich mich genauso vor ihn. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, was auf uns zukommt. Bis dahin, tschüss.